Viele legten sich schon im Sommer einen Vorrat an. Mittlerweile ist Brennholz in manchen Teilen Europas zur Mangelware geworden. In Österreich wurden bereits im vergangenen Jahr 38% mehr Holzheizungen in Wohnhäuser eingebaut als noch 2020. Und da war von hohen Kosten für Brennstoffe wegen des Krieges in der Ukraine noch keine Rede. Jetzt sei die Nachfrage nach Brennholz und Holzpellets zum Heizen so hoch wie nie, so die Wirtschaftskammer Österreich. Wir haben sie eigentlich alle vorbereitet. Wir haben einen Holzofen, wir haben an und für sich neue Fenster. Also wir haben eigentlich unter Isolierung außen, das haben wir schon längere Zeit. Wir haben Windenergie, wir haben Wasserenergie, wir haben Solarenergie. Die Konzerne machen nachweislich Übergewinne. Also wie kann man da Stromknappheit haben oder wo kann da eine Krise sein? Das russische Unternehmen Gazprom stellte am Samstag vorerst die Gaslieferungen an Italien ein, das sonst auch durch über Österreich verlaufende Leitungen strömt. Die Auswirkungen der Unsicherheit in Energiedingen auf den Geldbeutel. Viele Menschen müssen jeden Taler nicht einmal, sondern mindestens zweimal umdrehen. Es wird alles immer teurer. Man spürt es auch, also alles, was mit Haushalt zu tun hat und mit Versicherungen, Autofahren. Also die Tankpreise steigen auch enorm. Ich finde, im Supermarkt bei den normalen Lebensmitteln merkt man es extrem stark. Also da zahle ich halt jetzt locker 20 Euro mehr als noch vor einem Jahr. In Villach in Kärnten sah sich die Stadtverwaltung veranlasst, den Bedürftigen beim derzeit so nachgefragten Brennstoff unter die Arme zu greifen. Wer Anspruch auf Heizkostenunterstützung hat und über einen Holzofen verfügt, erhält Brenngut von den Behörden.